Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Warum sich gerade jetzt alles beschleunigt? Saint-Germain, gechannelt durch Daniel Scranton, übersetzt von Wolfgang. Ich bin Saint-Germain, Hüter der violetten Flamme. Ihr seid so wichtig für die Quellenenergie. Die Quellenenergie dachte, dass ihr eine so gute Idee seid, dass ihr es verdient habt, in physischer Form erschaffen zu werden, dass ihr es verdient habt, eine Perspektive, einen Standpunkt, eine einzigartige Schwingungssignatur zu haben. Und nun existiert ihr. Ihr entdeckt, dass dies eine Zeit des Übergangs ist, und es ist eine Zeit, in der die Menschheit von der Angst vor dem Überleben und dem Glauben an den Mangel zur Wahrheit über sich selbst als ewige Wesen übergeht, die in einem reichhaltigen und sich ständig ausdehnenden Universum leben. Das ist ein gewaltiger Wandel, das ist ein enormer Schritt nach vorn, und deshalb braucht es Zeit, und deshalb seht ihr so viel Aufruhr und so viele Umwälzungen. Ihr schafft diese neue Welt, diese neue Erde, durch die energetischen Veränderungen, die ihr in euch selbst erlebt. Und so wollt ihr euch immer als Mikrokosmos des Ganzen sehen, und ihr wollt alles als von euch ausgehend betrachten, denn eure Erfahrung, eure Realität ist eure Schöpfung. Und jetzt, wo ihr das bewusster tut, könnt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Übergang von nun an sanfter, leichter und angenehmer sein kann, auch wenn es ein enormer Übergang ist. Ihr geht so weit über das Ego, den Verstand und die Vorstellung von euch selbst als einem singulären Wesen hinaus. Auch dies ist ein wichtiger Übergang, wenn ihr zu eurem höheren Selbst werdet. Ihr seid dabei, euch selbst als mehr als nur ein endliches Wesen zu erkennen, das in einem singulären physischen Körper lebt. Eine der Möglichkeiten, wie ihr dies erfahrungsgemäß erkennt, besteht darin, dass ihr euch selbst die Erfahrung des Einsseins, die Erfahrung des Einheitsbewusstseins schenkt. Das ist etwas, was ihr in den ruhigen Momenten, die ihr habt, tut. Es ist etwas, das ihr in der Meditation tut. Es ist etwas, das ihr erreicht, wenn ihr in der Liebe seid, wenn ihr in der Natur seid oder wenn ihr die Liebe eines anderen erlebt. Es ist ein friedliches Gefühl, ein glückseliges Gefühl. Und es ist dieses Gefühl selbst, nach dem ihr strebt, und nicht all die Veränderungen, die aufgrund dieses Gefühls, das ihr von Zeit zu Zeit in euch selbst erfahren habt, eintreten werden. Aber jetzt beschleunigt sich alles und verändert sich auf einem exponentiellen Niveau. Es verändert sich schneller, und ihr seid dazu da, auf der Welle der Energien zu reiten. Das fällt euch leichter, wenn ihr Anhaftungen loslasst, und manche dieser Anhaftungen fühlen sich für euch nicht einmal wie Anhaftungen an, weil ihr so sehr an ihnen hängt. Aber je mehr ihr loslasst, je mehr ihr nachgebt und euch den Erfahrungen hingebt, die ihr macht, desto mehr seid ihr im Fluss. Und so wollt ihr in dieser Übergangszeit der vierdimensionalen Realität leben. Wir, die wir in den höheren Reichen existieren, werden immer hier sein, um euch bei all dem zu unterstützen. Ruft uns jederzeit an. Wir sind immer offen, immer verfügbar und immer bereit zu helfen. Ich bin Saint-Germain, Hüter der violetten Flamme. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.
Danke.